Hallo, ich bin Tania. Der Sommer ist ja jetzt leider schon zu Ende, aber es war ein sehr heißer Sommer. Und was macht man, wenn es heiß ist? Man geht ins Freibad. Und da gehen wir jetzt auch hin und treffen den Chef. Grüß Gott, mein Name ist Horst Kiesel. Ich bin der Geschäftsführer hier vom Freibad in Fürth, aber auch hier vom Fürther Mare und vom Hallenbad in Fürth. Was gab es für Nachteile in diesem Jahr wegen der Hitzewelle? Naja, Nachteile gab es nicht so viel. Die Leute haben natürlich, weil es heiß war, keine Parkplätze gefunden. Es waren sehr viele Besucher da. In der Spitzenzeit haben wir 10.000 Besucher im Fürther Mare im Freibad gehabt. Und wenn da jeder Zweite mit dem Auto kommt, kann man sich vorstellen, dass es da sehr schwierig wird, einen Parkplatz zu finden. Und was noch war, bei der Hitze waren die Leute alle ein bisschen, naja, aufgeheizt, sage ich mal. Und manche haben halt die Hitze nicht vertragen, dann haben sie noch ein bisschen Alkohol getrunken. Da musste man dann schon ein bisschen helfen, dass der Kopf nicht so heiß läuft. Was sind die Umsätze im Vergleich zum letzten Jahr? Ja, also dieses Jahr haben wir durch das heiße Wetter, was uns natürlich sehr geholfen hat, sehr gute Umsätze gemacht, wesentlich mehr wie letztes Jahr. Besucherzahlen haben wir 120.000 gehabt, im letzten Jahr waren es etwa die Hälfte, 65.000. Also das war schon ein ganz tolles Jahr, wir haben den Umsatz quasi verdoppelt und das haben wir natürlich dem warmen Wetter und der Hitze zu verdanken dieses Jahr. Haben Sie Pläne für das nächste Jahr, fürs Schwimmbad? Nee, also wir haben keine Pläne für nächstes Jahr. Es ist ja alles eingerichtet hier. Das Bad wurde ja erst vor 8 Jahren neu renoviert. Also so wie es ausschaut, brauchen wir nichts Neues nächstes Jahr. Bleibt der Eintritt gleich nächstes Jahr? Der bleibt gleich, weil wir dieses Jahr erst den Eintritt erhöht haben. Und jetzt dauert es wieder ein paar Jahre, bis wir den Eintritt wieder ein bisschen erhöhen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Schwimmbad zu bauen? Und wie lange sind Sie schon Chef? Ja, die Idee, ein Schwimmbad zu bauen, die stammt nicht von mir, sondern das hat alles die Stadt Fürth initiiert. Das Freibad gibt es hier schon sehr lange, über 30 Jahre, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und vor 10 Jahren fiel die Entscheidung, das Freibad zu renovieren, neu zu machen, weil es war ja nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und ich wurde dann eingestellt, das Freibad auch mit zu managen, weil ich ja schon das Fürther Mare in meinen Händen hatte. Okay. Wie viele Angestellte haben Sie hier? Im Freibad und im Fürther Mare und im Hallenbad sind zusammen 100 Angestellte. Also es sind sehr viele, die dann im Sommer zum Teil im Freibad mitarbeiten und im Winter dann wieder ins Fürther Mare zurückgezogen werden. Welches Bad bringt mehr Einkommen? Naja, das Freibad hat ja nur 3 Monate auf. Das heißt, wir können in 3 Monaten nicht so viel Umsatz machen, weil meistens in den 3 Monaten auch die meiste Zeit schlechtes Wetter ist. Das war nur in diesem Jahr, dass wir Glück hatten, schönes Wetter zu haben, sodass wir hier auch ein bisschen Umsatz machen konnten. Aber der große Umsatzbringer ist ganz klar das Fürther Mare. Und mit dem Geld, das bisschen, was wir im Fürther Mare haben, unterstützen wir dann auch das Freibad und das Hallenbad in Stadeln noch mit. Okay. Welches Bad gefällt Ihnen mehr? Ja, mir gefallen alle Bäder gleich gut, nur das Freibad ist viel zu kurz auf, um die große Liebe zu entwickeln. Das Fürther Mare ist ein Ganzjahresbad und das ist natürlich, da ist mein Engagement drin, da ist meine ganze Liebe drin. Und dadurch, dass das Fürther Mare ja für uns auch der Umsatzbringer ist, ist das schon unser Schatzkästle. Müssen Sie für Ihr Bad Eintritt zahlen? Ich selber gehe gar nicht ins Bad, weil ich gar nicht die Zeit habe dafür. Aber unsere Mitarbeiter dürfen ins Bad gehen, ohne dass sie Eintritt zahlen müssen, weil die sollen das auch einmal das Vergnügen haben. Aber es wird viel zu selten wahrgenommen. Okay, danke für Ihr Interview. So, das war jetzt interessant. Fast so viele wie hier in Fürth leben waren im Freibad. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch so wird und ja, dann kommen wir auch wieder. Tschüss!